Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute versuchen wir Serien anhand ihrer letzten Sätze zu erraten. Ich bin sehr gespannt, was für Serien vorkommen werden. Wir haben 5 Serien, könnt insgesamt 15 Punkte bekommen. Wir bekommen nämlich die letzten 3 Sätze, an denen wir dann die Serie erraten können. Let's go! Wir starten mit Serie Nummer 1 und dem vorvorletzten Satz. Ja, und einen Neustart bekommen, von dem keiner weiß. Wann bekommt denn ein Charakter einen Neustart? Ich habe irgendwie auch eher gedacht an so einen Roboter, der so einen Neustart bekommt. Aber ich kenne keine Serie mit einem Roboter. Ich kann übrigens jetzt einmal einloggen und dann bei jedem weiteren Satz für diese Serie auch immer wieder einloggen und dann insgesamt 3 Punkte bekommen, wenn ich dreimal das Richtige einlogge. Neustart. Von dem keiner weiß. Von dem keiner weiß. Hier, wenn man doch vielleicht, ne, was Kriminelles gemacht hat. Vielleicht Haus des Geldes. Vielleicht sagt das Tokio am Ende so. Und einen Neustart bekommen, von dem keiner weiß. Ich sehe da Haus des Geldes. Weil keiner wissen darf, wo sie ist. Das logge ich ein. Ich sag Haus des Geldes. Der vorletzte Satz, Satz Nummer 2. In ein neues Leben frei mit Taschen voll Gold. Oh mein Gott, das klingt sehr nach Haus des Geldes. Wie endet denn... Ist Haus des Geldes vorbei? Ja, ne? Wie endet das denn nochmal? Sind die da in diesem Flugzeug? Wait. Also ich finde, das macht voll Sinn. Keine Ahnung. Nee, ich bleib mal bei Haus des Geldes. Der letzte Satz der Serie. Damit keiner von uns jemals wieder eine Bank überfallen muss. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist Haus des Geldes. Ich logge es nochmal ein. Und die Lösung ist Haus des Geldes. Mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut startet. Aber 3 von 3 Punkten. Weiter geht's mit Runde Nummer 2. Die besten und klügsten Männer, die ich je gekannt habe. Das kommt mir sehr bekannt vor. Also ich habe eine Szene direkt im Kopf, weil so die klügsten Männer. Ich habe erst so ein bisschen an Sherlock gedacht, weil die sehr klug sind. Aber natürlich auch so ein bisschen an Big Bang Theory. Und ich finde, das klingt wie, und ich habe Big Bang Theory, glaube ich, noch nie zu Ende geguckt. Aber ich habe das immer so ein bisschen auf TikTok gesehen, dass Sheldon auf so einer Bühne steht und irgendwie noch so ein paar Leuten dankt. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht genau das ist. Also diese besten und klügsten Männer, die ich je gekannt habe. Und dann sagt er noch so, Leonard Hofstetter. Und Penny. Deswegen würde ich mal Big Bang Theory einloggen. Vorletzter Satz. Meine... Street Boys? Das würde doch Sheldon nicht sagen, oder? Oder vielleicht sagt das doch, weil es so ein Gag ist. Mir fällt nichts anderes ein. Ich weiß nicht. Also, ja, komm, ich sag doch nochmal Big Bang Theory. Es muss auch eine Serie sein, die vorbei ist, ne? Nur letzter Satz der Serie. Und also, Moment, wenn man das sich jetzt anguckt. Ich glaube, die besten und klügsten Männer, die ich je gekannt habe, meine so und so Street Boys, so und so und so und so. Ja, keine Ahnung. Ich finde, es macht Sinn, dass die da am Ende die Namen sagen bei so einer Rede. Aber das mit den Street Boys kommt mir halt gar nicht bekannt vor, dass es irgendwo anders vorkommen könnte. Deswegen, ich bleib mal bei Big Bang Theory. Ich glaube, ich habe entweder 0 Punkte oder ich habe komplett geslayed. Also schauen wir uns das mal an. Und die Antwort ist... Ich habe erst so ein bisschen an Sherlock gedacht. Das Ding ist bei Sherlock so, es ist aktuell die letzte Staffel. Man weiß aber nicht, ob da nochmal was kommt, aber es könnte noch was kommen. Deswegen der letzte aktuellste Satz. Super. Gehen wir mal weiter mit Serie Nummer 3. Ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Ich glaube, das ist mein YouTube-Kanal. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall abonnieren. Hier kommt jede Woche Montag und Donnerstag ein neues Video online. Jetzt aber wirklich Nummer 3. Scheint ihm aber egal zu sein. Wem könnte etwas egal sein? Warum ist das so ein krasses Staffelende oder Serienende? Scheint ihm aber egal zu sein. Gossip Girl. Nee, Gossip Girl endet irgendwie anders. Das ist so mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Oder You? Aber You hat auch nicht aufgehört. Good Girls vielleicht? Rio? Rio ist ja auch so ein Bösewicht. Scheint ihm aber egal zu sein. Der kommt am Ende auch nicht mehr vor. Und das ist ja auch leider vorbei. Richtig sad. Ich sag Good Girls. Logge ich ein. Vorletzter Satz. Hey, da ist sie. Scheint ihm aber egal zu sein. Klingt wie eine Erzählerstimme, die noch etwas am Ende zusammenfasst. Und dann geht diese Person, die das erzählt hat, irgendwo rein und jemand sagt, hey, da ist sie. Das könnte aber auch Good Girls sein. Am Ende, das könnte Beth sein, die dann irgendwie zu ihren Freunden da kommt. Hey, da ist sie. Ich logge weiterhin Good Girls ein, aber ich glaube, es ist wieder so eine Sache. Ich versteife mich da zu sehr auf diese eine Serie, aber ich logge es ein. Nummer 3. Eine einzigartige Spezies in der Tat? Hä? Als ob am Ende einer Serie irgendwas Krasses noch rausgekommen wäre. Eine einzigartige Spezies. Wie ein Vampir oder ein Alien. Wartet. Gar keine Ahnung. Das passt alles nicht zusammen. Wait, oder? Hier, bei The 100 am Ende kommt so... Clark noch so darum. Kann sein, dass die da sagen, hey, da ist sie, weil man hört nicht wirklich, wie die sich unterhalten, aber vielleicht hört man Raven oder so, wie sie so von weitem schreit, hey, da ist sie. Und hier die große Gottheit in Form von Lexa sagt dann eine einzigartige Spezies in der Tat. Das kann schon sein, weil sie redet da über die Menschen. Wir sind die Aliens. Ich sag's der Handwort. Das macht ein bisschen Sinn. Ja, logge ich ein. Okay, okay, das ist der Handel. Aber ich habe nur einen Punkt. Weiter geht's mit Serie Nummer 4. Satz Nummer 1. Ich habe gelernt, dass man dagegen ankämpfen kann oder man versucht, das Beste daraus zu machen. Wogegen ankämpfen? Das klingt auch wie so, als wäre man ein Vampir geworden. Warum will ich die ganze Zeit, dass jemand ein Vampir wird? Oder jemand hat so richtig Trauer erlebt. Man kann dagegen ankämpfen, dass man die ganze Zeit weint oder man versucht halt, das Beste daraus zu machen. So in die Richtung? Oh, ich find's so schwer. Vielleicht sowas wie Shadowhunters? Ich weiß nur, dass die Serie ganz komisch endet, aber ich glaube, am Ende vergisst sie doch irgendwie, dass sie Shadowhunterin ist, so. Und ich glaube,
glaube, dass Jace vielleicht am Ende sogar ein Voice-Over hat und dass man dann, dass er vielleicht sagt, ich habe gelernt, dass man dagegen ankämpfen kann oder man versucht, das Beste draus zu machen, aber es passt irgendwie auch nicht zu ihm. Ah, ich sage einfach mal Shadowhunters. Ich glaube nicht, dass es das ist, aber ich logge es ein. Ich gucke mir jetzt mal Satz Nummer 2 an, den vorletzten Satz. Und das alles ist leichter mit Menschen, die einen lieben und einem helfen, sich dem zu stellen, was einem das Leben entgegenbringt. Klingt auch wieder sehr erzählerisch. Vielleicht doch Good Girls? Hier ist halt auch viel passiert, ne? Hier ist viel Schreckliches passiert. Ich glaube, so musste man die Serie vielleicht auch einfach enden lassen. Ich sag jetzt mal Good Girls. Gucken wir mal Satz Nummer 3. Zumindest hilft mir das nachts besser zu schlafen. Das klingt wie jemand, der sich versucht, etwas einzureden. Und es ist dann im Endeffekt gar nicht so. Hä, wie schwer. Das ist auf jeden Fall nicht Shadowhunters. Ich glaube, es könnte sehr gut Good Girls sein, weil das könnte sie halt so sagen. Ne? Sie könnte ja so sagen, so ja, und am Ende hat sie halt trotzdem mit dem Trauma zu kämpfen, dass sie so mit so einem kranken Mafia-Boss irgendwie zu tun hatte. Deswegen würde ich sagen, Good Girls. Log ich nochmal ein. Modern Family? What? Gar nicht so im Kopf. Sagt das Jay? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Ende von Modern Family geschaut habt. Weiter geht's mit Serie Nummer 5. Das müssen die Donuts sein und das Gebäck für sie. Um jetzt hier gar nicht krank in Stereotypen zu denken, aber ich denke an Brooklyn Nine-Nine. Donuts, Polizei. Donuts, Donuts, Donuts. Ah, wie hier. How I Met Your Mother. Die arbeitet in so einer Bäckerei. Ah. Ich sag Brooklyn Nine-Nine. Satz Nummer 2. Hallo, Detective. Oh nee. Natürlich könnten die Detectives auch bei Brooklyn Nine-Nine sein, aber dieses Hallo Detective ist halt auch sehr Lucifer. Und ich habe Lucifer halt noch nicht gesehen. Also zumindest das Ende noch nicht. Es könnte also beides sein. Da, ich sag Lucifer, um meine Punkte aufzuteilen. Und Satz Nummer 3. Ich dachte, du brauchst einen Partner. Kann auch beides sein. Hallo Detective, ich dachte, du brauchst einen Partner. Ich würde mal Lucifer sagen. Ich glaube, das ist ein geiles Ende für Lucifer. Und jetzt würde ich es gerne gucken. Deswegen sage ich Lucifer. Das log ich ein. Ja. Puh, ich habe 6 von 15 Punkten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so schlecht war. Schreibt mir auf jeden Fall eure Punktzahl in die Kommentare und ob ihr die Serien alle schon geschaut habt. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf noch mehr Serienerraten-Videos, dann guckt einmal hier oben vorbei. Und hier unten kommt ihr zu einem witzigen Video von Worldwide Wohnzimmer. Dankeschön fürs Zusehen, ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!